Hallo ihr Lieben, erstmal ein schönes Wochenende. Nein, das ist jetzt hier keine Erinnerung. Sonntag läuft alles klar. Ist jetzt nicht hier irgendwie Nein, Sonntag ist Livestream. Wollte ich euch auch nicht. Da geht's auch jetzt gar nicht drum, sondern es geht um den, vielleicht habt ihr das mitgekriegt, ging ja durch die Medien um den Alex Malenki. Ich nehme an, ich hoffe, ich sage das richtig. Ich nehme an, er heißt Alexander Malenki. Er ist ja, ich glaube, eins der Gründungsmitglieder der Identitären Bewegung Deutschland oder Mitbegründer. Auf jeden Fall ist er da ja rege unterwegs. Und er ist eben auch überzeugter Patriot, was ja auch nicht schlimm ist. Ne? Also gut, für einige Leute ist das furchtbar. Aber ja, also mir persönlich, ich finde das nicht schlimm. Aber wie gesagt, für andere Leute ist das, ups, muss man ein bisschen in die Kamera drücken. Für andere Leute ist das ja ganz schrecklich. So, bei dem guten Mann ist vor uns passiert, dem haben sie sein Auto angezündet. Ja, man soll es nicht glauben. Unbekannte Täter, natürlich, haben ihm die Scheiben eingeschlagen und haben dann hinten Brandsatz reingeworfen. Ne, und ja, toll, dann wurde er morgens aus dem Bett geklingelt von der Polizei. Der Wagen mit dem Kennzeichen, bla bla bla. Ne, ist das Ihr Auto? Ja, ja, toll. Tolle Wurst. Ne. Dann steht er davor und wenn man politisch eine andere Meinung hat und diese Meinung argumentativ nicht mehr vertreten kann, ja, dann ist man falsch in Deutschland. Dann hat man hier nichts verloren. Solche Leute, die können, geht doch in Senegal oder nach Syrien oder wer weiß wohin. Gut, die lassen euch nicht rein, weil solche Leute wollen die ja auch nicht haben. Aber hier in Deutschland seid ihr auch falsch. Na, ihr könnt euch dann irgendwo auf eine kleine einsame Insel und gegenseitig die Köpfe einschlagen. Weil wenn ihr nicht begriffen was Demokratie ist, dann habt ihr hier nichts verloren, liebe Leute. Dann lasst es besser bleiben. Okay, macht euch lieber Gedanken übers Wetter. Da habt ihr dann mehr von. Na, also wie gesagt, dem haben sie das Auto abgefackelt. Toll. Er ist übrigens Familienvater. Ne? Und er hat sie jetzt auch nicht so, dass er jetzt mal eben sich ein neues Auto leisten kann. Ne? Also deswegen, ich verlinke das unten drin. Er hat auch, ja, auch der Martin Sellner, den kennt ihr vielleicht auch von der österreichischen Identitären Bewegung, der hat auch zu einem Spendenaufruf aufgerufen für. Ja, im Grunde ein neues Auto für den Herrn Malenki. Wie gesagt, ich finde sowas unglaublich, weil also er hat auch ein Video drüber gemacht, das verlinke ich auch hier drunter, ne? Da könnt ihr das euch auch angucken. Und da hat er auch seine ganzen Spendensachen noch mal drunter. Dann, wie gesagt, ich kann die hier auch noch mal kopieren und hier reinsetzen in das Video, aber da sind seine ganzen Spendensachen noch drunter und ich weiß, wir haben alle nicht viel. Ja, ich weiß. So eine Kleinigkeit, das wäre schon wirklich ganz toll, wenn ihr sagen könntet, okay, so ein bisschen. Und alle Spender werden auch genannt. Ne, das ist natürlich klar. Dass ihr dann auch genannt werdet und eure Spender auch, also wenn ihr das gerne wollt, ne, dann ist also auch gar kein Problem. Ne, nur, also, wie gesagt, ich finde das, womit man. Wie gesagt, man kann sich mit den Leuten vernünftig auseinandersetzen. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann läuft hier was gewaltig falsch in Deutschland. Ne? Dann läuft hier was gewaltig falsch. So, jetzt muss ich eben kurz was gucken, dass ich das auch richtig gesagt habe. Weil ich habe das jetzt so toll gesagt. Moment, Brille ab. Das ist eine Weitsichtbrille. Und hier ist der Backstein. Moment. Ja doch, das ist der Backstein auf der rechten Seite. Bin ich fast blind. ja, identitäre Bewegung, genau. Alex Malenkin, habe ich richtig gesagt. Okay, wie gesagt, ich freue mich auch auf Sonntag. Ich hoffe, ihr seid dann auch viel vertreten. Da würde ich mich richtig drüber freuen, wenn dann viele reinkommen und dann mache ich mal einen schönen Livestream. Und vielleicht, ich versuche da den Herrn Malenkin vielleicht noch so ein bisschen zu überreden und anzuhauen. Was heißt vielleicht? Ich versuche den anzuhauen, dass man einen Google Hangout macht, beziehungsweise auch einen Livestream auf Twitch. Ne? Obwohl bei Twitch weiß ich nie so, die sind ja mehr so auf Gaming, da kann das ins Auge gehen, wenn man da was so ein bisschen politisch macht. Ne? Aber auf jeden Fall ein Google Hangout, würde ich dann sagen, würde ich dann mal versuchen mit dem Herrn Malenki.
Balenken zu machen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. So, dann, wie gesagt, ich wünsche euch noch ein super Wochenende. Chillt ordentlich, macht euch keine Sorgen, ne? Habt gute Gedanken und Sonntag sehen wir uns dann alle. Macht's gut. So.